Laut Schriftsteller Mark Twain ist Golf in Wirklichkeit ein verdorbener Spaziergang. Dass Golf dann doch etwas mehr sein kann, beweist man beim dritten Charity-Golfturnier im Châtelet-Mont Golfclub St. Veit Lengsee. Wir sind deswegen heute da, weil die Onkologie in St. Veit Spieler zugunsten der Krebsforschung auf den Platz ruft, um hier ein Turnier zu spielen, Spaß zu haben und für die gute Sache auch ein wenig Geld zu spenden. Die 73 Teilnehmer sind vom Spiel für die gute Sache überzeugt. Ich spiele deshalb mit, weil ich mit dem Krankenhaus St. Veit sehr gut zufrieden bin. Ich war heuer operativ im Krankenhaus in St. Veit und war mit der Betreuung und mit dem Krankenhaus sehr zufrieden. Dieses Charity-Turnier hat also wirklich den Zweck, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns, dass wir jetzt Golf spielen dürfen und können. Neben dem Gedanken rund um die Onkologie steht aber vor allem eines im Mittelpunkt. Eine gute Partie mit dem richtigen Werkzeug. Also ich bin da, ehrlich gesagt, weil ich schauen wollte, wie es halt geht. Ich habe jetzt neue Schläger gekriegt und die wollte jetzt ausprobieren im Turnier. Beim Zählspiel nach Stableford über 18 Löcher können die Schläger zur Genüge getestet werden. Die Freude am Golfen ist den Teilnehmern anzusehen. Golf ist eine Faszination, die jeden erfassen kann, von jung bis alt, und für die Senioren eine besonders gute und sinnvolle Freizeitgestaltung ist. Doch nicht nur als Freizeitgestaltung macht Golf eine gute Figur. Ich glaube einfach, dass die Leute beim Golfen noch eher im Charity-Bereich da daheim sind, dass sie sagen, okay, ich bin bereit, dort diese 50 Euro oder 75, je nachdem, wo sie herkommen, da zu sponsern. Golf und Charity passt insofern zusammen, dass Golf nach wie vor den Status eines exklusiven Sports hat und dementsprechend hoffentlich die Leute auch etwas spendabler sind. Und spendabel war man dann auch. Die Onkologie kann sich über ein zusätzliches Budget von bis zu 10.000 Euro freuen.